Guten Morgen, Tom. Guten Morgen, Susan. Liegt was an? Kaffee und Donuts stehen auf dem Schrank. Mrs. Bradley hat angerufen, wann wir uns endlich der Sache annehmen. Sache? Welche Sache? Na, ihre verschwundene Katze. Ach ja, genau. Sehr dringend. Das braucht natürlich unsere volle Aufmerksamkeit. Ich weiß. Ach, und Tom? Was denn? Fitzgerald sitzt in deinem Büro. Es geht wieder um die Zwerge. Oh nein. Und ich dachte, das wird ein guter Tag. Ich weiß. Katzen und Zwerge. In diesem Kaff passiert nie etwas Richtiges. Na, dann werde ich mich mal meinem Schicksal ergeben gehen. Viel Spaß. Haha. Guten Morgen, Fitzgerald. Wie geht es uns denn heute? Tom, wann wirst du endlich mal was gegen diesen Mistkerl von Anderson unternehmen, hä? Hast du mir gerade zugehört? Was? Ich sagte, guten Morgen, Fitzgerald. Und des Weiteren fragte ich nach deinem körperlichen Wohlergehen. Tut mir leid. Guten Morgen, Tom. Es geht mir gut. Na super. Geht doch. Also, was kann ich denn für dich tun? Ich habe in meiner Einfahrt im Garten meine Gewinnerzwerge aufgestellt. Du weißt schon, die, mit denen ich den Gartenwettbewerb gewonnen habe. Ja, deine Gewinnerzwerge. Als ich heute Morgen aufstand, waren 13 davon zerstört. Ich weiß ganz genau, dass das dieser Mistkerl Anderson war. Der mochte meine Zwerge noch nie. Hast du ihn dabei gesehen? Nein, wann? Hast du irgendwas gehört? Nein, aber... Wir sollten mal nicht voreilig urteilen. Vielleicht haben sich ein paar Kids einen Streich erlaubt. Ach was, niemand würde es wagen, meine Zwerge anzufassen. Anderson hat doch bestimmt wieder nur zu viel gesoffen und ist dann durch meinen Garten gestiefelt, um nach Hause zu kommen. Hatte ich nicht gerade was von nicht voreilig urteilen gesagt? Ja, aber... Nichts, aber... Na gut. Ich werde mich der Sache annehmen und schauen, was ich rausfinden kann. Okay. Wiedersehen, Susan. Deputy, bitte. Verzeihung. Deputy, Susan. Schon besser. Na, der hat ja eine Laune. Jemand hat seine Zwerge im Garten kaputt gemacht. Welch Schock. Wir müssen die State Police rufen. Sehr witzig. Das grenzt ja schon an einen Ausnahmezustand. Siehst du meinen Blick? Sorry, Tom. Ich hätte wirklich Besseres zu tun, als nach einem Gartenzwergmörder zu fahnden. Jimmy, bist du da? Guten Morgen, Tom. Was gibt's? Wird Zeit, dass du dich von Amanda trennst und dich auf den Weg zu Fitzgerald machst. Woher weißt du, dass ich bei Amanda bin? Jetzt weiß ich es zumindest. Hast dich selbst verraten. Verdammt. Trink deinen Kaffee aus und fahre zu ihnen rüber. Jemand hat seine Zwerge zerstört. Versuch ein paar Spuren zu finden. Irgendwas, damit er uns damit in Ruhe lässt, okay? In Ordnung, Tom. Ich mach mich gleich auf den Weg. Zwerge. Wieder ein toller Tag in unserem kleinen County. Toller Tag. Ich bin in meinem Büro. Und? Haben Sie schon was gefunden? Die Zwerge, die zerstört wurden, stehen mehr oder weniger in einer Reihe, als ob hier einer durchgerannt wäre. Da sage ich doch, das war dieser besoffene Anderson. Das steht doch überhaupt nicht fest. Ich sehe keine Fußabdrücke oder andere Spuren. Es hätte auch ein Hund gewesen sein können, wie ein großer Hund, zum Beispiel ein Golden Retriever. Wenn die erstmal auf Zack sind, benehmen die sich wie der berühmte Elefant im Porzellanladen. Ach, jetzt war es auch schon ein Hund! Mr. Holden, ich habe hier nicht besonders viele Anhaltspunkte. Das Einzige, was ich sehe, sind ihre zerstörten Zwerge. Wo ist Tom? Warum schaut sich der Sheriff das nicht an? Ich bin durchaus fähig, eine Ermittlung durchzuführen. Er hat Besseres zu tun. Besseres? Besseres?
Das ist ja wohl die Höhe. Oh, verdammt, da habe ich jetzt was angerichtet. Das können Sie aber laut sagen. Was für ein Teppich sind Sie eigentlich? Ich kannte Sie schon als kleinen 3-Käse hoch. Ich merke schon, dass Sie keine Ahnung haben von Ihrem Job. Fitzgerald! Was ist hier los? Hey Tom, tut mir leid. Ich hab mich da gerade etwas wohl ungeschickt ausgedrückt. Na, das kann man wohl laut sagen. Geht da nichts nutz an. Wow. Jetzt sind wir mal wieder ruhig und höflich zueinander, okay? Ihr Deputy hat... Muss ich mich eigentlich wiederholen? Was sagte ich gerade? Aber ihr... Was sagte ich gerade? Tut mir leid. Gut. Hat Deputy Tanner deinen Garten auf Spuren untersucht? Ja. Deputy Tanner, haben Sie Spuren von einem Menschen gefunden, der hier willkürlich Gartenzwerge zerstört hat? Nein, Sir, keine Fußabdrücke. Keine Anzeichen von irgendeinem Menschen. Es könnte ein Hund gewesen sein. Hund? Danke, Deputy Tanner. Wie ich sehe, hat mein Deputy hier einen guten Job gemacht. Er wird jetzt noch ein paar Fotos schießen für die Versicherung und dann wird der Fall zu den Akten gelegt. Aber wir haben den Täter noch nicht gefunden. Wir werden auch keinen Täter finden. Keine Spuren, kein Täter. So einfach ist das. Das ist... Ja? Das. Ich sehe, wir verstehen uns. Wie immer. Jimmy, hol die Kamera und mache ein paar Fotos. Danach in die Station und schreibe einen Bericht, dass der gute Mann die Sache mit der Versicherung klären kann. Alles klar, Tom. Oh Mann. Toller Tag. Ja, echt begeistert aus. Oh ja. Fitzgerald und seine Zwerge. Vielleicht heitert dich das hier etwas auf. Mrs. Gibson hat angerufen. Sie meldet einen Fall von Belästigung. Belästigung? Sie sagte, dass es in der Nachbarschaft seit gestern Abend stinkt. Stinkt? Inwiefern? Laut Mrs. Gibson hat wohl Frank seit einem Tag den Müll nicht entsorgt. Und der stinkt wiederum die Nachbarschaft voll. Katzen, Zwerge, Müll. Der Tag kann nur noch besser werden. Stell dir mal vor, wir hätten gar nichts zu tun. Gar nichts? Stell dir mal vor, wir würden für gar nichts bezahlt werden. Bezahlte Langeweile. Das klingt wirklich nicht schlecht. Siehste? Okay, ich fahr rüber und rede mit Frank. Ist ja nicht das erste Mal, dass er den Müll stehen lässt. Ist wahrscheinlich wieder ein Dauersoff. Bis später, Tom. Bis nachher. Tom. Was gibt's, Jimmy? Bericht ist fertig und liegt auf deinem Schreibtisch. Perfekt. Wenn nichts weiter anliegt, bleib in der Wache und geh Susan zur Hand, okay? Alles klar, Boss. Oh ja, das stinkt wirklich zum Himmel. Oh, oi, oi. Frank? Frank, hier ist Tom, mach auf.
Frank? Susan? Ja, Tom? Frank macht nicht auf. Ich schau mal, ob ich reinkomme. Liegt wohl im Koma. Wie eine Alkoholleiche. Die Tür ist offen. Frank? Hier ist der Sheriff. Ich komme jetzt rein. Oh, oh Gott. Oh, das stinkt ja ekelhaft. Oh, das riecht nach... Oh. Frank? Komm schon, Großer, hier ist Tom. Frank? Ach du Scheiße. Susan? Hast du Frank gefunden? Ja. Oh, zumindest glaube ich, dass was da liegt, Frank ist. Was soll das denn heißen? Ist er... tot. Gib bitte Doc Mitchell Bescheid. Er soll hier so schnell wie möglich herkommen. Jimmy, beweg deinen schlaffen Hintern hierher. Bring Absperrband mit. Bin auf dem Weg. Gut. Verdammt. Frank. Guten Abend, Tom. Hey, Doc. Komm mit. Du musst dir das hier ansehen. Jimmy, du bleibst draußen. Aber warum? Keine Widerrede. Verstanden? In Ordnung, Boss. Was ist denn passiert? Ich rieche hier eindeutig Verwesung. Ich hoffe doch, du kannst mir das sagen. Du klingst sehr rätselhaft. Ich weiß, man kann mich nicht so schnell zum Stottern bringen, aber sie selbst. Ist das Frank? Ich weiß, was du meinst. Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Er sieht aus, als würde er schon seit Wochen hier liegen. Die Verwesung ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Das kann aber nicht sein. Ich habe vorgestern in Henrys ein Glas mit ihm gekippt. Aber das ist unmöglich. Ich weiß, dass das nicht sein kann. Kannst du schon irgendwas sagen? Lass mich eben mal meine Handschuhe aus meiner Tasche holen. Okay, mal sehen. Die Haut ist gräulich und in weitem Stadium der Verwesung. Die Augen wurden entfernt. Sieht nach Kratzspuren aus. Der Hals weist, soweit ich das hier erkennen kann, viele kleine Stiche und Kratzwunden auf. Der Torso wurde mit beachtlicher Gewalt geöffnet. Hämatome, Bisswunden. Was zum Teufel ist hier vorgefallen? Er scheint durch die Hölle gegangen zu sein. Das war... Boss, ich... Oh Gott! Verdammt nochmal, Jimmy! Ich sagte doch, dass du draußen bleiben sollst! Hört hier eigentlich irgendjemand auf mich? Tut mir leid. Komm mit, du Trottel! Ich werde die Leiche in meine Praxis bringen lassen. Ich muss eine Autopsie vornehmen müssen, um mehr zu erfahren. Alles klar, Doc. Geht's wieder? Ja. Sorry, Boss. Schon gut. Was wolltest du eigentlich? Susan hat sich gemeldet. Ist dein Funkgerät abgestellt? Mein... Oh. Ja. Bin wohl gegen den Schalter gekommen. Miss Bradley hat wieder angerufen, wegen ihrer Katze. Katze? Echt jetzt? Wir haben hier eine Leiche und sie will wissen, was mit ihrer Katze ist? Nein, sie hat die Katze gefunden. Und was ist daran nun so wichtig? Jemand hat die Katze geköpft. Man hat... Was? Jemand hat Mrs. Bradleys Katze abgemurkst. Oh Mann. Der Tag wird besser und besser. Ich
hier entlang. Bringen Sie den Körper bitte nach unten. Jennifer, schließen Sie bitte die Praxis. Für heute ist sie geschlossen. Wir haben eine Autopsie durchzuführen. Vielen Dank, meine Herren. Oh Mann, wie lange ist meine letzte Autopsie schon her? Jahre, wenn ich mich nicht irre. Also gut, was brauche ich alles? Das Aufnahmegerät, Skalpell, Zange, Spreizer. Ich glaube, ich habe alles. Autopsiebericht für die Polizeidirektion. Durchgeführt von Dr. Mitchell Porn. 25. November 2019, 18.57 Uhr. Autopsiepatient Frank Miller. 70 Jahre alt, Vietnam-Veteran. Todeszeitpunkt nach Verwesungsgrad ca. 1 bis 2 Wochen. Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Seltsam daran ist, dass er laut Zeugen vor 2 Tagen noch am Leben war. Der Körper weist am ganzen Körper Hämatome, Kratzer und Kampfspuren auf. Ich taste den Körper ab. Arme und Beine wurden mit hoher Gewalteinwirkung gebrochen. Die Kehle sowie der Brustkorb wurden aufgerissen. Nicht geschnitten. Es gibt keine Werkzeugspuren, die auf ein Einwirken irgendwelcher Schnitt- oder Schlagwaffen deuten. Die Wunden sind gerissen. Möglicherweise ein Bär oder eine Raubkatze. Aber wir haben hier in der näheren Umgebung keine Bären. Die findet man nur weiter im Norden. Raubkatzen gibt es nur in den Bergen. Seltsam. Die Augäpfel wurden aus den Höhlen entfernt. Mit den gleichen rohen Kräften. Ich beginne jetzt das Innere zu untersuchen. Da der Torso schon geöffnet ist, benötige ich dazu keinen Y-Schnitt. Die Rippen sowie die Brustplatte wurde völlig zertrümmert. Die Lunge ist gefüllt mit Blut. Das ist ein einziges Durcheinander. Moment. Die Leber wurde entfernt. Herz, Nieren, Darm. Alles wurde in Mitleidenschaft gezogen. Was zur Hölle ist mit dir passiert, Frank? Ich kann mir darauf keinen Reim machen. Ich entnehme Proben zur näheren und laboratorischen Untersuchung. Mal sehen, was wir finden. Wer tut so etwas? Vor allem... Wer schafft so etwas? Frank war ein kampferprobter Soldat. Auch in seinem hohen Alter hätte niemand ihn so zurichten können. Na gut. Vorläufige Autopsie ohne laboratorische Untersuchung beendet. Verdammt! Du sagst es. Wie kann das sein? Frank hätte im Suff Kleinholz aus mir gemacht, wenn ich ihm krumm gekommen wäre. Ich bin selber überfragt. Diese Verletzungen. Nichts stimmt überein. Ein Bär? Ausgeschlossen. Du hast recht. Sein Haus zeigt keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens. Oh, mir brummt der Schädel. Vielleicht. Organhändler? Hier bei uns? Komm schon, Tom. Menschen sind für solche Taten einfach nicht stark oder irre genug. Die Wunden zeigen keine Einwirken irgendwelcher Waffen. Sie sehen aus wie Prankenhiebe bei Bären oder anderen Raubtieren. Diese hätten die nötigen Kräfte, doch... Ich weiß, was du meinst. Das passt alles nicht. Wenn du mich jetzt entschuldigen würdest, ich bin doch ziemlich müde. Diese Autopsie hat mir wirklich zugesetzt. Natürlich. Geh nach Hause und leg dich hin. Grüß Heather von mir. Mach ich. Gute Nacht, Tom.
Jimmy? Susan? Ja? Was gibt's denn? Schließ die Wache. Wir werden noch einmal zu Franks Haus fahren. Und sehen uns nochmal die Umgebung an, okay? Echt? Aber wir haben doch schon alles. Und haben wir irgendwas gefunden? Tom! Was? Jimmy kann nichts dafür, okay? Schon gut. Sorry, Jimmy. Doch das... Vergeben und vergessen. Ich verstehe schon. Ist nicht leicht, oder? Nein. Ich kannte Frank mein Leben lang. Und nun sowas. Ich schließe die Wache und wir machen uns auf den Weg. Wir werden schon was finden. Das wollte ich hören. Ach, und Leute? Ja? Die Waffen. Geladen und gesichert. Nehmt noch 3 Schrotflinten mit. Soll ich die Schrotpatronen einpacken? Schrot? Pah. Nimm die Slugs. Sollte da draußen wirklich ein Bär diese mörderische Tat vollbracht haben, kitzeln wir dieses Monster nur mit kleinen Kügelchen. Die volle Durchschlagkraft, oder? Genau. Nur ein 50-Kaliber-Gewehr kommt da noch gegen an. Ich pack alles ein. Dann mal los. Habt ihr schon irgendwas gefunden? Nein. Hier auch nicht. Verdammt nochmal. Seit 2 Stunden suchen wir hier schon und haben nichts. Nichts! Bei dieser Dunkelheit würde es mich wundern, wenn wir was finden. Hier ist nichts. Keine Fußspuren, keine aufgewühlte Erde, keine Spuren, Stoffe, Fasern, nur Frank seinen Müll. Dann sucht weiter. Wer ist das denn jetzt? Mitchell? Mitch? Was ist denn los? Tom, Gott sei Dank habe ich dich erreicht. Die Wache ist nicht besetzt. Wir sind nochmal zu Franks Haus gefahren und... Irgendwas ist hier? Was meinst du mit irgendwas? Ich weiß nicht genau. Was ist los? Wartet! Es kratzt zwischen den Wänden. Vielleicht Ratten? Das müssen aber ziemlich große sein. Du solltest einen Kammerjäger rufen, der... Oh Gott! Mitch, was ist los? Der Boden. Etwas stößt durch den Boden. Oh Gott! Oh Gott! Mitchell? Mitch! Ist alles in Ordnung? Bei Mitchell stimmt was nicht. Alles zusammenpacken, wir fahren rüber. Mit Blaulicht? Aber sowas von. Jimmy, überprüfe die Hintertür. Wie im Lehrbuch. Bleib auf Empfang. Alles klar, Boss. Mitchell! Matt! Die Tür ist offen. Susan, gib mir Deckung. Verlass dich auf mich. Auf 3, 2, 1. Polizei! Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Nichts. Alles ruhig. Hier ist Sheriff Cullen. Doc, sind Sie da? Also, ich höre und sehe nichts. Weiter. Was riecht hier so? Es riecht nach... Metall? Blut? Das könnte... Was ist? Mitch! Oh nein. Was ist passiert? Oh, nicht schon wieder. Bring Jimmy hier raus. Okay, komm schon, Jimmy. Mitch. Alles voller Blut. Völlig auseinandergerissen. Was zur Hölle geht hier vor? Wer kommt in unsere kleine Stadt und zerreißt Menschen wie Insekten? Beruhige dich.
Beruhigen? Ich bin ruhig! Geht's wieder, Jimmy? Ja, Boss, tut mir leid, dass ich schon wieder... Wenn du dich nochmal entschuldigst, zimmer ich dir eine. Sorry. Oh. Haben wir noch einen anderen Arzt hier in der Stadt? Nein! Moment. Doch, aber der ist Tierarzt. Dr. Lancaster. Klingel ihn aus dem Bett. Ich brauche Antworten. Okay, ich bin gleich wieder da. Geht es, Jimmy? Ja, ich bin doch kein Baby. Das denkt ja auch keiner. Bis gleich. Jimmy, hol das Absperrband. Lass uns den Tatort abriegeln. Da kommt Susan wieder. Da bin ich wieder, mit dem Tierarzt. Guten Abend, Sheriff. Was kann ich für Sie tun? Kann Ihr Magen einiges ab? Mein Magen? Wieso? Sie müssen sich etwas ansehen und das ist kein schöner Anblick. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige dafür bin. Ich bin Tierarzt. Wir haben im Moment nur Sie zur Verfügung und ich brauche Antworten. Was ist mit Doc Mitchell? Ja, um den geht es hier. Ist was mit ihm passiert? Ich gehe mal davon aus, dass er hier wohnt. Schaffst du nicht. Ja, leider. Mir schwant nichts Gutes. Sie müssen mir helfen. Ich glaube, Doc Mitchell wurde von einem wilden Tier angegriffen und in Stücke gerissen. Soll das ein Scherz sein? Sehe ich aus, als würde ich scherzen? Nein. Sie sind alle kreidebleich. Was soll ich tun? Schauen Sie sich den Doc an und sagen Sie mir, ob Ihnen die Wunden an ihm irgendwie bekannt vorkommen. Oder ob Sie sie zu irgendwelchen Tieren zuordnen können. Okay, ich sehe, was ich tun kann. Danke, Doktor. Kommen Sie. Jimmy, Susan, sperrt weiter das Gebiet ab und bleibt zusammen. Verstanden. Oh Gott, oh... Kommen Sie, Doc, reißen Sie sich zusammen. Schon gut. Es geht schon. Ja, das ist ja furchtbar. Also einen ruhigen Schlaf werde ich wohl nicht mehr finden. Schauen Sie sich die Wunden an. Erkennen Sie etwas davon? Okay, die großen Wunden hier deuten auf ein großes Gebiss hin. Wie bei einem Tiger oder Löwen. Die kleineren eher einer Katze oder eines Nagers. Die Kratzwunden sehen aus wie von einem Bären zugefügt, breit und tief. Während die kleineren hier wiederum aussehen, als ob sie von einem Hund oder einer kleinen Katze stammen. Die Gewalt äußerte sich zum größten Teil auf dem Oberkörper, was für ein großes Tier sprechen würde. An den Füßen wiederum für ein kleines Tier. Soll das heißen, Doc Mitchell wurde von einem bärenartigen Katzenlöwennager angegriffen, das bevorzugt den Oberkörper, aber auch die Beine angreift und dabei groß und klein ist? Das ist das, was ich hier sehe. Es sieht nach mehreren Tieren aus. Das passt alles nicht zusammen. Eine Horde verschiedenster Tiere kommt hier reingetrudelt, zerreißt den Doc und verschwindet auf mysteriöse Weise? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Na gut. Vielen Dank, Doc. Gehen Sie wieder nach Hause. Moment mal. Ich soll jetzt alleine nach Hause gehen? Ich wohne am anderen Ende der Stadt. Einer meiner Deputies wird Ihnen ein Taxi rufen. Danke. Ja. Habt ihr den Doc ein Taxi gerufen? Ja, hab ich. Danke. Boss? Jimmy? Eine Spur, ich habe eine Spur gefunden. Wo? Hinter Mitchells Haus. Sie führt in den Wald. Was sind das für Spuren? Schleifspuren. Und mehrere kleinere und größere könnten von Tieren stammen. Schleifspuren? Heather! Verdammt! Wir werden dieser Meute ein Ende bereiten. Schnappt euch die Gewehre! Okay. Gehen wir auf die Jagd. Ballern wir ihnen die Köpfe weg.
zusammenbleiben. Haltet die Augen offen. Es ist so verdammt dunkel hier. Ich glaube, das war keine gute Idee. Nun reißt euch an Riemen. Wir erledigen diese Viecher. Stopfen sie aus und danach gibt es ein Bierchen auf meine Rechnung. Das klingt gut. Yummy. Was ist das? Ein Baby? Hier draußen? Das kann doch nicht sein. Woher kommt das? Circa 11 Uhr. Nein, 3 Uhr. Du hast recht, es... Nein, nun ist das hinter uns. Rücken aneinander! Alter, wenn das so weitergeht, pisse ich mir gleich in die Hose. Was zum Teufel ist das? Es ist links vor uns. Nein, rechts. Verdammt! Es ist zu schnell! Jimmy! Ah, mein Bein! Mein Bein! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist mit ihm? Etwas hat in sein Bein gebissen. Nein, man hat ihm etwas herausgebissen. Und es tut höllisch weh. Stützen wir ihn. Wir ziehen uns zurück. Verdammt, das ist ein Fall für die State Police oder den FBI. Verdammt, für die Nationalgarde. Verdammt, Achtung! Es ist zu schnell. Weiter zurück. Ich glaub, ich hab's erwischt. Das glaub ich auch. Moment. Ich schalte die Taschenlampe ein. Was zur Hölle ist das? Was? Ah, was ist das? Keine Ahnung. Es ist... Ist das ein Tier? Lehn dich an den Baum, Jimmy. Okay. Geht schon. Sieh dir das an. Das sieht aus wie eine Mischung aus einem Baby und einem wilden Tier. Das ist doch fake. Das Gesicht sieht aus wie ein knuffiges kleines Baby. Doch das Gebiss. Schau's dir an. Mehrere Reihen von... Uah, messerscharfen Zähnen wie bei einem Hai. Das Maul lässt sich ziemlich weit öffnen. Da passt ohne Schwierigkeiten ein Kopf eines erwachsenen Menschen hinein. Was zum Teufel ist das für ein Ding? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich schon. Aber nur ein Horrorfilm. Das hier ist aber kein Horrorfilm. Ich dreh's mal um. Boah, ist das ein schwerer Brocken. Es hat 4 Hände zur Fortbewegung. Keine Beine oder Pfoten. 4 starke Arme. Damit kann es sich ohne viel Aufwand fortbewegen. Auf Bäume klettern, hangeln. Oder einen Menschen auseinanderreißen. Das perfekte Raubtier. Wie kommst du darauf? Habt ihr nicht die Babyschreie gehört? Welcher Mensch würde da keine Beschützerinstinkte bekommen? Wenn man dann nur den Kopf sieht, ist es auch nur ein Baby. Kommt man ihm viel zu nahe, schnappt die Falle zu. Aber der Doc und auch Frank hatten andere Wunden am Körper. Die passen nicht gänzlich von nur diesem Exemplar. Tom, was hast du? Es gibt mehr als nur eins. Verdammt! Oh Mist! Gewehre hoch! Es kommt von links und rechts und von hinten! Es sind definitiv mehr als 2. Oder 3. 5, 6, 7, 8, 9. Es werden immer mehr. Scheiße!